Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 4. Juni 1913. Heute vor 110 Jahren wurde in Seattle eine Hutnadelverordnung erlassen. Ein Beitrag von Ulrike Rückert. Never go walking out without your hat pin. It's about the best protection you have got. Ladies, achten Sie auf Ihre Hutnadeln. Die Verordnung wurde vom Stadtrat einstimmig verabschiedet und sieht Gefängnis- und Geldstrafen für Frauen vor, deren Hutnadeln mehr als ein Viertel Zoll überstehen. Geldstrafe bis $100 und Haft bis 30 Tage. So gibt die Lokalpresse die Hutnadelverordnung bekannt, die am 4. Juni 1913 in Seattle im US-Bundesstaat Washington erlassen wird. Vorschriften dieser Art entstehen damals auch anderswo. Etwa in Chicago und New Orleans, in Berlin, München, Paris, Budapest und im australischen Sydney. Mit drakonischen Strafen will die westliche Männerwelt die langen Nadeln unschädlich machen, mit denen die Frauen ihre Wagenradhüte in der Frisur feststecken, die aber auch zur Waffe geworden sind. Vor allem dort, wo sich Frauen um 1900 immer mehr auch allein zeigen. Auf der Straße, in Geschäften und Fabriken, in Konzerten und bei politischen Versammlungen. Und wo sie Männer erleben, die sich an sie heranmachen. Grabscher und Glotzer, die Frauen ohne männliche Begleitung als Freiwild behandeln. Horden von Frauenjägern paradieren Tag und Nacht auf den Straßen. Und keine Frau ist vor ihnen sicher, klagt 1889 eine Leserin in einem Brief an eine New Yorker Zeitung. Doch viele Frauen wehren sich. Mit Ohrfeigen, Tritten, Stößen, mit Handtaschen und Regenschirmen. In New York schlägt eine Frau einen Mann, der sie verfolgt hat, mit einem Boxhandschuh nieder, den sie im Muff versteckt trug. Viola Broffy, die einem Grabscher ein blaues Auge geschlagen hat, erklärt einer Reporterin: Jede Frau, die beleidigt wird, sollte dasselbe tun wie ich. Eine anständige Frau, die auf der Straße verfolgt oder belästigt wird, sollte nicht zögern, sich zu verteidigen. Sie sollte ihre Fäuste nutzen oder was immer als Waffe zur Hand ist. Immer zur Hand sind die Hutnadeln. Denn kaum eine Frau geht damals ohne Hut aus dem Haus. 1903 sitzt Leo T. Blaker, eine junge Touristin aus Kansas, in einem Pferdeomnibus in New York neben einem gut gekleideten älteren Herrn, der immer näher rückt. Schließlich legte er seinen Arm um mich. Ich wurde so wütend, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Schließlich zog ich eine Hutnadel aus meinem Hut und rammte sie ihm mit aller Kraft in den Arm. Vermeintlich fragile Frauen entpuppen sich als äußerst wehrhaft. Und die Hutnadel wird zur Waffe der Wahl. Frauen halten sich damit Zudringlichkeiten vom Leib und schlagen Räuber in die Flucht. Demonstrierende Fabrikarbeiterinnen und militante Suffragetten gehen mit Hutnadeln auf Polizisten los. Ein Mann wird mit vorgehaltenen Hutnadeln ausgeraubt und in Chicago duellieren sich zwei Frauen auf offener Straße. Um 1910 herrscht Hutnadelalarm. Die Zeitungen sind plötzlich voll von Meldungen wie dieser aus Paris. Viele Personen auf der Straße schwer verletzt. Im Gedränge auf den Bahnhöfen und in den Geschäften sind Hunderte von Hutnadeln verwundet worden. Vor einigen Tagen verlor ein Ingenieur in einem Omnibus durch die plötzliche Bewegung einer Frau ein Auge. Horrorgeschichten kursieren von aufgeschlitzten Gesichtern und versehentlich erstochenen Babys. Hutnadeln werden mit Schwertern und Krummsäbeln verglichen, vor denen wehrlose Männer beschützt werden müssen. Ein Mann erzählte mir, dass er im Aufzug des Rathauses beinahe von einer Hutnadel enthauptet worden wäre. Als der Stadtrat von Chicago 1910 über ein Hutnadelverbot debattiert, protestieren Frauen von der Galerie. Wenn die Männer von Chicago uns die Hutnadeln wegnehmen wollen, sollen sie zuerst die Straßen sicher machen. Die Verordnung wird unter Buhrufen der Frauen beschlossen. Der Kreuzzug gegen die Hutnadel hat begonnen, verkündet die Presse. Die Gesetze und Verordnungen, die nun vielerorts erlassen werden, begrenzen die erlaubte Länge der Nadeln und schreiben Schutzkappen auf dem spitzen Ende vor. So lassen sie sich nicht mehr schnell herausziehen und als Waffe gebrauchen. Die meisten Frauen ignorieren die Vorschriften. In Zürich werden an einem Tag Geldstrafen gegen 110 eigensinnige Hutnadelträgerinnen verhängt. In Sydney gehen 60 Frauen ins Gefängnis. Die Hutnadeln verschwanden dann aber nicht wegen der Gesetze, sondern wegen der Mode. Für die Topfhüte der 20er Jahre brauchte man sie nicht mehr. You may come home without you, you know what?